Ja, Jung, festhalten, ich bin gestört. Aber pass auf, Notfall gebaut. Pass auf, ja, noch nicht. Alex, Maserati. Pferde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich gerade beim Nico im Auto. Ich muss das Fenster ein bisschen aufmachen. Ja, das ist jetzt der zweite Teil vom Samstag, wo wir gerade bei der Schaltkulisse waren. Wir schauen jetzt mal, ob wir noch irgendwas sehen. Es war ein Love unterwegs. Wir probieren gerade, den noch zu bekommen. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß. Ich ist falsch abgebogen. Wir sind schon mal auf dem Weg nach Hamburg. Kann man hier sehen. Alle sind aufgeregt, weil er gerade eben aus der Stadt rausgefahren ist. Deswegen schauen wir jetzt, ob wir den irgendwie bekommen, weil der ja in Grünwald wohnt. Ich bin sehr gespannt, wie das klappt. Die Tram. Ah ja, die fährt voraus. Das ist schön. Grüßern. Da. Was machst du? Ich traf ihn noch. Hast du immer noch? Ah, oh, Junge, alles tut weh. Den haben wir gerade hier verpasst. Ich habe leider keinen Weg mehr geschafft. Schade. Naja, weiter geht's. Wir sind inzwischen hier an der Straße in Grünwald, weil der wohnt hier in der Nähe. Also Grünwald ist ja groß, ich werde keine genauen Adressangaben machen, aber er wird auf jeden Fall hier vorbeikommen, sollte er nach Hause fahren. Und dann würde er hier vorbeikommen und ich würde eine schöne Aufnahme bekommen und dann hätte ich auch noch einen Love gesehen. Dann hätte ich 2 Big Five Autos von Ferrari an einem Tag gesehen, das wäre doch was. Und? Uns entgegen. Das ist der 50 Kalifornien. Alter! Und da ist Alex am Autofahren. Was? Das ist ein Auto? Wow! Geh an! Den habe ich vorhin gesehen! Den ist vorhin schon in die Szene gekommen. Ich fahre ran. Mit deinem Popo. Nach 500 Metern? Du müsstest 500 Metern rechts, ne, Nico? Ja. Ja, das ist. Du schreist hier so in meine Freisprechanlage. Ey, schau dir mal das Kennzeichen von dem Carrera an, ne? Der Typ genau neben mir im Carrera, Fenster offen, ich. Der. Ja. Das ist geil. Da müssen wir mal so lang fahren. Ganz, ja. Ganz viele. Ich liebe diese Brücke hier. Junge, ist der Porsche der Pussy, Alter. Ich versenk den easy in meinem Einsatz. Steht davor, hier kommt der Lapp in die. Zu Salon Isartal, vielleicht können wir irgendwas erkennen, aber eher Wolfwurst. Nichts Krasses. Du filmst einen alten Camaro und nicht aber so einen Gammel Maserati. Was für ein Gammel Maserati, Digga? Wir sind jetzt beim Auto Toy Store, wie wir erkennen können. Wir wollten jetzt kurz schauen, ob der Love hier steht, aber bisher schaut es wohl eher schlecht aus. Na, schauen wir mal. Sonst sind wir eigentlich komplett umsonst hierher gefahren. Aber man merkt, es ist richtig gute Stimmung, weil es ist einfach total viel unterwegs. Man sieht auch viel random hier im Münchner Süden. Mal, mal kurz reinschauen. Guitala Perta, den kann ich kurz zeigen. Und hier Mantai GT3. Der sieht auch echt geil aus, muss ich sagen. Ja. Da steht noch ein 512 DBI. Ist das dürftig? Also dürfte es sein? Ja, genau. Aber jetzt geht es wahrscheinlich hier weiter mit dem schönen Auto vom Nick Nation. Da war ein GT3. Ah, steht ein Huracan. Matt schwarzes. Ja, Nico ist einfach. Nico ist einfach über die Yachtclub Tor drüber gesprungen, um einen Snap vom See zu machen. Auch entspannt. Er hüpft einfach drüber. Ja. Jetzt bitte alle. Lass halt hinterherfahren. Hey, und da oben ist der Spitale. Dürfen wir gleich starten. Jetzt noch kurz hochschauen, weil wir den auf der Hinfahrt hierher gesehen hatten. Bisschen mit Alex. Ja, und jetzt sind wir hier und jetzt fährt er auch schon wieder los. Das heißt, wir werden dann auch gleich wieder fahren. Eigentlich nicht, ich höre es ganz leise. Er dürfte jetzt hier gleich oben langfahren. Hier runter und dann hier rein. Und ich hoffe, dass wir hier dann nochmal vielleicht ein bisschen Sound bekommen. Alex.
gut, ihr habt's gehört, ne? Fahrt nicht sofort auf die Autobahn ballern. Hallo. Und der Alex. Rolls-Royce. Wow. Aua, alles tut weh. Tester aus dem Mundungsweg hier. Den haben wir sehr knapp bekommen. Junge. Lol, er wendet. Was macht er denn jetzt? So, unser Auto ist gar nicht irgendwie bewacht oder so. Wir haben jetzt einfach die Türen in irgendeiner Form zugemacht und sind schnell dahin gerannt. Sonst hätten wir ihn nicht mehr bekommen. Also sehr, sehr knapp erwischt. Da ist er, der Axel, auf den wir jetzt noch gewartet haben. Werdekers, eine richtig schöne hellgrüne Metallic-Farbe. Ich stehe da, 812 GTS. Wie gesagt, ja, die Kerze wäre mir auch cooler als gelbe Details. Da im Interieur, hier ein Bremssattel. Junge, ich muss jetzt aufpassen wegen den Leuten. Es riecht einfach nach Ferrari. Das ist ein ganz besonderer Geruch. Das ist richtig geil, ich muss nur aufpassen. Ja, man kann es nicht so gut erkennen. Aber es sieht richtig geil aus. Interieur. Oh, wir haben hier Italien-Fahrräder. Und halt Interieur schwarz mit gelben Details. Aber sehr geiles Weg. Das sieht auch geil aus. Könnte ich theoretisch. Ja, jetzt sieht er aus. Der Queen ist weg hier. Ich muss schon wieder aufpassen. Hey, ihr wird jetzt hier gleich wegfahren. Aber dabei kann ich ja noch meine letzten Bilder machen. Wenn es scharf stellt, kann ich euch sagen, dass ich ursprünglich, was ist da ein Haar auf der Linse, dass ich ursprünglich einen GT3 RS fotografieren wollte, aber als ich dann gekommen bin, war er leider schon weg. Deswegen bin ich jetzt dann direkt zum 812 gefahren. Jetzt geht es aber wieder vor zur Kreuzung und es ist Samstagabend, Wetter ist okay, deswegen schauen wir jetzt, ob noch was geht. Nun sind wir an meiner letzten Sporting Location für heute angekommen. Ja, hier werde ich jetzt wahrscheinlich noch so eine Stunde oder so verbringen. Jetzt haben wir es. Haben wir es 8. Wahrscheinlich nur noch eine halbe Stunde. Werde ich schauen, ob hier irgendwas geht. Und dann fahre ich heim und dann war es das mit dem Video. Und morgen ist ja noch ein Event. Scheiße. Ich lasse dich da unten da auf. Wir wussten aber nicht, was es ist, aber einfach mal vorsichtshalber die Aufnahme gespeichert und danach habe ich es mir angeguckt. Meine beiden Eltern hier, die Nico und die Paulini.
Wir schauen uns doch die wichtigsten Orte und dann fahren wir auch heim. Und die gibst du zur Tür rein. Das ist tatsächlich. Illegale Warenübergabe. Geile Aktion. Achso, das war die falsche.